Die Ärzte haben dann gesagt, ja, das ist eine Operation und dann ist euer Mädchen ein normales Mädchen grundsätzlich. Wisst ihr, was krass und einfach falsch ist? Jedes Jahr werden in Deutschland rund 500 Menschen operiert, obwohl sie nicht krank sind und ihnen auch sonst nichts fehlt oder die Operationen nichts besser in ihrem Leben machen. Und das nur, weil Ärztinnen und Ärzte nicht genau feststellen können, ob jemand männlich oder weiblich ist. Audrey ist mein Gast heute. Hallo Audrey. Hallo. Und Audrey, du hattest ja so eine Operation. Kannst du mir erzählen, was da genau passiert ist? Als meine Mutter schwanger war, hat sie eine Amniosynthese gemacht. Also sie haben einen Test gemacht, um zu sehen, ob ich gesund bin. Da hat man gesehen, dass das Kind XY-Chromosomsatz hat. Und das ist, was man typisch an Junge anordnet. Dann bin ich zur Welt gekommen und ich war ein Mädchen. Und da haben sie gemerkt, dass es ein Problem gibt. Dann haben sie verschiedene Tests gemacht und gesehen, dass ich halt diese Gonade oder Hoden in meinem Bauch habe, dass ich keine Uterus oder all diese Sachen da habe. Und dadurch, dass ich auch keine Babys zur Welt bringen kann. Und gesagt, dass ich dann operiert werden muss, dass die Hoden weggenommen werden sollen, weil das ein erhöhtes Risiko an Krebs gibt zum Beispiel und dass man nicht weiß, wie ich mich dann entwickeln werde mit der Testosteron, ob ich dann mich eine männliche Pubertät bekomme. Die haben aber auch schon gesagt bei mir, dass, weil man das nicht äußerlich gesehen hat, weil bei einigen Intervariationen sieht man das auch äußerlich, haben sie gesagt, man kann darauf warten, bis dass sie 5, 6, 7 Jahre alt ist. Das ist Audrey. Sie ist 26 Jahre, sie ist Schweizerin und sie ist Inter. Was ist Intergeschlechtlichkeit eigentlich? Kleiner Spoiler vorab, es geht nicht um Geschlechtsidentität. Und auch nicht um sexuelle Identität oder Orientierung. Und es geht auch nicht um Geschlechtsausdruck, sondern es geht um Biologie. Das biologische Geschlecht umfasst nicht nur die Genitalien, sondern auch Hormone, Chromosomen und Gonaden, also Eierstöcke und Hoden. Jemand mit XX-Chromosomen, überwiegend Östrogenhormon und Eierstöcken, gilt als weiblich. Ein Mensch mit XY-Chromosomen, überwiegend Testosteronhormon und Testikel, gilt als männlich. Bei intergeschlechtlichen Menschen können die Ebenen variieren. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand XX-Chromosomen hat, Hoden und eine Vulva. Oder dass jemand mit einem Penis auch Eierstöcke hat und vor allem Östrogen ausschüttet. Oder dass jemand weder Hoden noch Eierstöcke hat. Das sind nur einige Beispiele, die Variationen und Formen können aber ganz verschieden sein. Leider führen Unwissen und Tabuisierung dazu, dass die Rechte von intergeschlechtlichen Menschen oft verletzt werden. Auch Audrey musste nicht nur Operationen und Hormontherapien über sich ergehen lassen. Vor 2 Jahren machte sie eine Ärztin so wütend, dass sie endgültig genug hatte. Davon, dass ihr erzählt wurde, etwas sei falsch mit ihr und davon, dass andere über ihren Körper bestimmen. Sie vernetzte sich mit anderen intergeschlechtlichen Menschen, gründete einen Verein und einen YouTube-Kanal und spricht seitdem öffentlich darüber, was alles schiefläuft in einer Welt, die in 2 Schubladen denkt. Ganz schön viel passiert in den letzten 2 Jahren. Trotzdem hat Audrey immer noch Zeit für andere Dinge, die ihr wichtig sind. Trifft sich mit FreundInnen, plant die nächste Reise oder versucht den Neujahrsvorsatz, endlich ordentlicher zu werden, umzusetzen. Und hier, weil Audrey ihn sich gewünscht hat, Audreys coolster Move ist das. Ich hatte meine erste Operation mit 8. Ich hatte da 2 Operationen in einem. Das war zuerst eine Gonadektomie. Also ich hatte Hoden, kleine Hoden in meinem Bauch und die haben sie weggenommen. Was ist dann nach der Operation passiert? War dann alles so, wie die Ärzte sich das vorgestellt haben? Nein, leider nicht. Das funktioniert nie wirklich so, wie man das geplant hat. Also meine Eltern wurden gesagt, das ist eine Operation und dann ist es okay. Und das haben sie auch anbewilligt. Dann schlussendlich war es 4 große Operationen und dann über 100 kleine Eingriffe unter Vollnarkose, was schon echt heftig ist für ein Kind und eigentlich für etwas, was nicht nützlich ist für meine Gesundheit. Durch diese Gonadektomie, also die erste Operation, habe ich keine Hormone produziert mehr. Von 8 bis 12. Weil die Hoden eigentlich dafür zuständig waren. Genau, ja. Ja. Die Hormone, die sind nicht nur zuständig für die Pubertät, das sind Wachstumshormone. Und im Wachstum, vor allem im Kinderalter, ist es auch für die Knochendensität, dass du solide, kräftige Knochen hast. Und man sieht jetzt, dass meine Knochendensität immer schwächer wird. Und das ist, weil ich für 4, 5 Jahre keine Hormone, absolut keine hatte. Mit 12 musste ich mit der Pubertät anfangen, um Brüste zu entwickeln und so weiter. Und dann musste ich das halt durch Hormontherapie nehmen. Und das musste ich dann bis
bis ich sterbe grundsätzlich nehmen. Und das Problem ist halt, dass du ein winzig ganz kleines erhöhtes Risiko auf Krebs in deiner Gonade hast, ist es immer noch kein Grund. Also weil das ist ja schon eine Gefahr, aber die ist von 1, 2, 3%, also wirklich ganz klein. Aber dann gibst du Hormone, die dann auch noch andere Krebs erregen können und das macht wirklich absolut gar keinen Sinn. Was haben deine Eltern dir damals gesagt, warum du jede Woche oder alle paar Wochen ins Krankenhaus musst? Dass meine Eltern wurde angeraten, nicht meiner Familie, nicht mir das zu erzählen. Das kann problematisch sein für meine Identität oder für die Familie, keine Ahnung. Als ich 5 Jahre alt war, so 6 Jahre alt war, habe ich immer Puppe gespielt mit meiner Schwester und dann die Puppe in meinem T-Shirt getan und dann eine Geburt gegeben von meiner Puppe. Und meine Eltern, die wussten ja, dass ich keine Kinder zur Welt bringen kann. Und dadurch haben sie mir dann gesagt, ja, die Nachbarin, sie hat adoptiert und sie ist ja auch die Mutter von dem Baby. Das ändert eigentlich gar nichts. Du musst dann bestimmt auch adoptieren. Und das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass ich irgendwie anders bin. Wobei, ich hatte es nicht als wirklich anders empfunden, da die Nachbarin auch adoptiert hat. Und dann habe ich immer mit meiner Schwester an Adoption gespielt. Wir haben die Puppen in einem Schrank getan und dann einfach die gekauft. Ja. Bist du deinen Eltern eigentlich böse, dass sie dem Ganzen zugestimmt haben, was dann mit dir gemacht wurde? Absolut nicht. Also meine Eltern tun mich auch ein bisschen leid, weil die waren die erste Opfer von dieser ganzen Sache. Weil sie waren die erste und eigentlich die einzige, die darüber Bescheid wussten von Anfang an und hatte keine Ahnung über was Inter ist und sie waren einfach so alleine gelassen. Und sie haben wirklich versucht, das Beste zu machen mit das kleine Wissen, das sie hatten. Wann ist dir denn aufgefallen, dass du keine Krankheit hattest? Das erste Mal, dass ich mich wirklich bewähren musste, dass ich nicht krank bin, das war bei der Endokrinologin, das war nicht lange her, das war im Februar 2016. Weil es gibt viele Familien, die mehrere Fälle in der Familie gibt und dann denken die Ärzte, dass es vielleicht übererbbar ist und sie wollte den Test machen bei meiner Schwester. Ich dachte, ja, warum nicht, also wenn das irgendwie weiterhelfen kann. Aber ich habe trotzdem und zum Glück gefragt, was ist das Ziel von diesem Test? Und sie war so, ja, weil deine Schwester, sie kann ja Kinder zur Welt bringen und wenn sie ein Kind hat wie du, dann kann sie die richtige Wahl nehmen. Also abtreiben. Was? Ja. Ich war noch nie so wütend in meinem Leben. Und da habe ich so gefragt, ja, aber ist meine Existenz nichts wert? Also ich meine, ich bin nicht krank. Und sie war so, doch, sie sind krank. Also ich bin nicht krank, sie haben mich krank gemacht, weil ohne diese Operationen müsste ich gar keine Hormone nehmen, müsste ich nicht all diese Eingriffe haben. Ich war gesund. Und das war das erste Mal, dass ich mich da wirklich offen damit bewerben musste, dass ich nicht krank bin. Du meintest ja dann, dass du total wütend warst. Kein Wunder. Was hat die Wut dann gemacht mit dir oder wie ging es weiter? Ich kam raus, ich war wütend, ich war am Weinen, ich war wirklich sauer. Und das war das erste Mal, dass ich meinem Freundeskreis die Wahrheit gesagt habe über mich, meine Eingriffe und all das, also mein erster Coming-out sozusagen. Und ich habe auch gesagt, ich möchte jetzt was dagegen machen. Ich dachte an alle Leute, die inter sind. Es gibt so viele Leute, die danach depressiv sind oder Selbstwertprobleme haben. Das ist auch verständlich mit dieser ganzen Stigmatisierung vom Krankenhaus. Und dann haben wir einen Film gemacht mit dem französischen Fernsehen. Das war das erste Mal, dass ich eine Interperson kennengelernt habe. Das ist meine jetzige beste Freundin. Und ja, wir waren in meiner Küche und ich war so gestresst, sie zu sehen und zu treffen. Und das war für sie auch, für Deborah auch, das erste Mal, dass sie jemanden kennengelernt hat. Und wir haben so viel gesprochen für 5 Stunden. Und das war wirklich wie alle Pyjama-Partys und alle Gespräche, die du haben kannst in deinem Leben. Aber auf einem Tag, wenn du aufwächst, dann hast du immer diese Diskussionen mit Mädchen über Pubertät, über Regel, Pickel, was auch immer. Und ich war in der Mitte und ich konnte nicht mit keinem daran identifizieren, weil ich hatte andere Erfahrungen und mein Körper hat anders reagiert. Und ich hatte auch medizinische Erfahrungen, die ich mit jemandem teilen wollte. Und ich konnte das einfach nicht. Ich habe nie gedacht, ja, ich bin ein Junge. Also ich habe immer mich als in der weiblichen Rolle eigentlich identifizieren können. Geschlechtsmerkmale haben eigentlich nichts mit Geschlechtsidentität zu tun. Ich habe gesagt meine Freundinnen, dass ich Periode habe. Ich habe nie darüber gesprochen. Durch den Film habe ich dann die Inter-Community kennengelernt und mich auch mehr und mehr engagiert. Und ja, jetzt bin ich hier. Was muss sich denn ändern,
um die Lage für Intermenschen besser zu machen? Also es gibt viele Sachen, die sich noch ändern müssen, leider. Man muss genau wissen, was sind die Gründe dieser Operation, welche Operation möchte ich, und sie muss auch wissen, die Person, was sind die Nebenwirkungen und die Risiken von diesen Operationen, weil es gibt welche. Und nur wenn alle diese Faktoren wirklich einbewilligt worden sind, dann kann man eine Operation machen. Und sonst sollte das per Gesetz verboten sein. Ihr hattet noch ganz viele weitere Fragen an Audrey auf Instagram. Zum Beispiel die hier. Wieso werden so viele intergeschlechtliche Personen ohne Consent operiert, obwohl ihnen nichts fehlt? Das und nochmal beantworten wir dann in unserem nächsten Video am Dienstag, oder es ist hier oben verlinkt. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke euch. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.